Die zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Bundesfernstraßen-Mautgesetzes. Zu diesem Gesetzentwurf liegen zwei Entschließungsanträge der Fraktion der CDU-CSU sowie ein Entschließungsantrag der Fraktion der AfD vor. Für die Aussprache ist eine Dauer von 26 Minuten beschlossen. Ich bitte, dass Sie zügig Ihre Plätze einnehmen, sodass wir in der Debatte auch fortfahren können. Vielleicht können wir bitte hinten auch wieder die Türen schließen, die Mitteltür, dass die geschlossen ist. Ein bisschen Ruhe einkehrt hier in den Nasen. Dann eröffne ich jetzt die Aussprache und ich erteile das Wort für die Bundesregierung dem Bundesminister Dr. Volker Wissing. Herr Bundesminister, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, ich danke Ihnen sehr. 2030, liebe Kolleginnen und Kollegen, soll ein Viertel aller Güter über die Schiene transportiert werden. Das ist das Ziel, das wir uns gesetzt haben. Und deshalb sanieren wir jetzt die wichtigsten Schienenkorridore, elektrifizieren und digitalisieren Strecken und Stellwerke. Wir fördern den kombinierten Verkehr und können allein im kommenden Jahr gut 9 Milliarden Euro in die Schieneninfrastruktur investieren. Tatsache ist aber auch, der Großteil des Güterverkehrs findet auf der Straße statt. Manchen passt das nicht, aber es ist eine Tatsache, mit der wir umgehen müssen. Es kann nun einmal nicht jeder Laden und jedes Werk einen Schienenanschluss haben oder unmittelbar an einem Fluss liegen. Lkw-Transporte, sie sichern uns Lieferketten, versorgen Supermärkte und Unternehmen, sind bei Wohnungsumzügen unverzichtbar und werden gerade jetzt in der beginnenden Weihnachtszeit Millionen von Paketen an ihr Ziel bringen. Wir brauchen den Lkw, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb müssen wir drei Projekte anpacken. Wir müssen erstens den Antriebswechsel auf der Straße voranbringen. Dafür haben wir diverse Förderprojekte und unseren Masterplan Ladeinfrastruktur 2. Wir müssen zweitens dafür sorgen, dass unsere Straßen in einem guten Zustand sind und das Netz dort, wo es nötig ist, ausbauen. Und ja, meine Damen und Herren, wir müssen das Netz auch an einigen Eckenpunkten ausbauen. Denn es gibt kaum überflüssigere CO2-Emissionen als jene von Lkw, die im Stau stehen oder kilometerlange Umleitungen fahren müssen. Und drittens müssen wir, um das System fair zu gestalten, diejenigen Nutzer, die unsere Straßen und Brücken am stärksten belasten, an den Kosten beteiligen. Und genau das machen wir mit der Lkw-Maut. Mit dem Krafttreten der Euro-Vignetten-Richtlinie ist es seit Neuestem möglich, bei der Berechnung der Mautsätze auch die Kosten für die Lärmbelastung und die Luftverschmutzung stärker zu berücksichtigen. Diese Bundesregierung hat sich entschlossen, davon Gebrauch zu machen. Und das ist nur fair. Das Ergebnis dieser Mautanpassung sind moderat steigende Mautsätze, die dazu beitragen, die Finanzierung unserer Infrastruktur auch für die Zukunft zu sichern. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist für eine Gesellschaft, die mobil sein möchte, essentiell. Denn wie ich vorgestern bereits im Rahmen meiner Rede zum Haushalt 2023 gesagt habe, wie wichtig eine gute Infrastruktur ist, wissen wir immer dann, wenn sie nicht funktioniert. Dann gerät plötzlich alles ins Stocken. Eine marode oder zu knappe Infrastruktur ist nichts, was sich mal eben reparieren lässt. Engpässe zu beseitigen, Straßen zu erweitern oder eine überlastete Brücke zu ersetzen, das dauert in der Regel Jahre. Und das sehen wir derzeit schmerzlich in Nordrhein-Westfalen bei Lüdenscheid an der Rahmedetalbrücke. Und deshalb dürfen Investitionen in die Infrastruktur nicht ausschließlich nach Kassenlage erfolgen. Sie müssen mit Weitsicht und einem langen Atem erfolgen. Beides zeichnet eine verantwortungsvolle Politik aus. Und beides schulden wir auch den nachfolgenden Generationen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit diesem Gesetzentwurf gehen wir den einen nicht weit genug. Und für andere geht er zu weit. Aber genau das kennzeichnet einen fairen Kompromiss. Und deshalb bitte ich Sie um Zustimmung. Vielen Dank. Und für die Unionsfraktion hat das Wort Martina Engelhardt-Kopf. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister Wissing, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Nach mehreren Verschiebungen und einem langen Streit in der Ampelkoalition zum Thema Mauterhöhung liegt heute der Gesetzentwurf in der ursprünglich eingebrachten Form vor. Wir von der Union sind damit nicht einverstanden und lehnen diesen ab. Wir legen zwei Entschließungsanträge deshalb auch vor. In einer schwierigen wirtschaftlichen Situation, in der wir uns gegenwärtig befinden und auch die Transport- und Logistikbranche stark unter Druck steht, halten wir es für ein völlig falsches und verfehltes Zeichen, hier weiter Belastungen obendrauf zu setzen, die Lkw-Maut zu erhöhen. Es gibt ein Entlastungspaket nach dem anderen, das Sie von der Ampelregierung auch auflegen. Aber es ist nichts dabei für die Transport- und Logistikbranche. Ich möchte an dieser Stelle kurz den dreimonatigen Tankrabatt aufskizzieren, der ja als Entlastung gedacht war. Aber Sie alle wissen, was passiert ist. Er hat seine Wirkung verfehlt. Die milliardenschweren Steuersubventionen wurden nur in Teilen weitergegeben, die Branche in Teilen entlastet oder aber auch die Autofahrer an dieser Stelle. Es wurde groß angekündigt, hier auch über das Kartellamt einzugreifen, das Kartellamt mit Klauen und Zähne auszustatten. Aber es ist nichts passiert. Die Wirkung ist verfehlt und die Milliarden sind auch hängen geblieben bei Großhändlern, bei Mineralölkonzernen, völlig verfehlt an dieser Stelle. Aufgrund der gegenwärtig immer noch sehr hohen Belastungen ist es aus unserer Sicht deshalb notwendig, den rechtssicheren Teil auch weiterzugeben. Ich spreche über die Infrastrukturkosten als einen Teilsatz der Maut, um auch Rechtssicherheit auch herzustellen. Sie planen ja bereits weitere Erhöhungen im Bereich angekündigten Novellierungsschritt Nummer 2 im kommenden Jahr mit Luft- und Lärm, CO2-Bepreisung, das ja alles mit eingepreist werden soll. Und es wäre auch möglich gewesen, hier abzusenken, an dieser Stelle ein Zeichen an die Branche auch zu geben und zu entlasten. Und wenn Sie jetzt hier über Gegenfinanzierung vielleicht diese Frage auch aufwerfen, Sie haben so viel Kreativität gezeigt im Bereich der unterschiedlichsten Entlastungspaketen, Hunderte von Milliarden an Pakete an Schattenhaushalt auch aufgebaut, alles über Schulden finanziert und Sie nennen das auch noch Sondervermögen an dieser Stelle. Es wäre auch hier möglich gewesen, einen kleinen Teil des Kuchens auch an eine systemrelevante Branche wie die Transport- und Logistikbranche weiterzugeben. Ein weiterer wesentlicher Punkt ist der zweite Entschließungsantrag. Es geht hier um die Mautbefreiung für Hilfsgütertransporte. Ich denke an das zerstörte Ahrtal. Hier waren es Ehrenamtler, die Baumaterialien transportiert haben. Der Katastrophenfall war bereits aufgehoben und aufgrund dessen kam hier noch die Maut obendrauf. Lassen Sie uns heute hier gemeinsam eine Gesetzeslücke schließen. Stimmen Sie hier für unseren Entschließungsantrag, um ehrenamtliches Engagement bei uns im Land bei Hilfsgütertransporten auch von der Maut zu befreien. Herzlichen Dank. Und für die SPD-Fraktion hat das Wort Udo Schiefner. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die einen nennen es Streit. Ich nenne es eine gute Diskussion über den richtigen Weg. Also ich denke, man sollte nicht unterschiedliche Auffassungen immer als Streit abtun, sondern als Beitrag auch hier in der Auseinandersetzung unter Partnern, wenn man den richtigen Weg finden will, Frau Kollegin. Wir entwickeln die Lkw-Maut weiter. Im ersten Schritt heute durch die Änderung des Bundesfernstraßenmautgesetzes nach Maßgaben aus dem letzten Wegekostengutachten. Und wir gehen diese Schritte weiter, auch in den kommenden Jahren. Und gerade im nächsten Jahr
wird es darum gehen, auch noch mal gravierende Änderungen in diesem Bereich anzustoßen und zu diskutieren und zu beschließen. Ich möchte noch mal in Erinnerung rufen, heute finden nahezu 3/4 aller Gütertransporte in Deutschland auf der Straße statt. Glaubt man den Prognosen, wird von diesem Anteil auch weiterhin vieles bleiben, aber halt auf wesentlich kürzeren Entfernungen, Entfernungen unter 300 Kilometern. Und die Lkw-Maut bleibt damit das wichtigste Instrument zur Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur und unserer Mobilität. Nun zunächst ein paar Worte zu Ihren Anträgen, liebe Opposition, die man nur ablehnen kann. Sehr spontan wurde hier von Ihnen gerade auch noch mal gefordert, von der Union, Hilfstransporte zum Wiederaufbau nach Katastrophen von der Maut zu befreien. Das klingt erst einmal auf den ersten Blick sehr sympathisch und liegt gut im Schaufenster. Aber warum bringen Sie dann nicht diesen Antrag schon in den Vorberatungen im Ausschuss ein, sondern erst jetzt bei dieser Debatte? Ich vermute, ernsthaft beraten und rechtlich prüfen wollen Sie das nämlich gar nicht, denn Sie bringen diesen Antrag vor dem Hintergrund, kurz vor Toresschluss, einer Rechtsprechung, die dies als sehr umstrittene Entscheidung bisher gesehen hat. Ich bin ja gerne offen für einen solchen Vorschlag, aber dann müssen wir zunächst einmal Klarheit schaffen. Was sagt der Bundesfinanzhof dazu, der bisher solche Dinge abgelehnt hat, liebe Kolleginnen und Kollegen? Also nehmen wir gerne auch Ihren Antrag als Anregung mit für eine seriöse politische Prüfung dieses Anliegens. Sie haben ihn hier also meiner Meinung nach ganz klar unprofessionell und zu spät eingebracht. Das hat mit Schulnoten nichts zu tun. Das ist eine Bewertung. Entweder es geht rechtlich oder es geht nicht. Und es ist rechtlich umstritten. Nehmen Sie es zur Kenntnis, auch wenn Sie es nicht hören wollen, lieber Herr Kollege Rehberg. Und dann machen Sie den Vorschlag, Mauteinnahmen für das Jahr 2023 massiv zu senken, fordern aber gleichzeitig in den zurückliegenden Haushaltsberatungen an vielen Stellen mehr Geld. Da müssen Sie mir mal erklären von der Opposition, wie das zusammenpassen soll. Zum einen massiv auf Geld verzichten und zum anderen aber massiv weitere Dinge hier im Haushalt fordern. Weil wie wollen Sie denn mit der Brückensanierung umgehen? Sie wissen, was da zu leisten ist. Dafür wird Geld gebraucht. Da fließt auch Geld aus diesem Topf rein. Und ich denke, auch das sollte man deutlich den Bürgerinnen und Bürgern sagen. Das ist meiner Meinung nach eine klare, unseriöse, oppositionelle Politik, die Sie uns hier verkaufen wollen. Auch dazu kann ich nur sagen, hätten Sie das alles wirklich seriös gewollt, dann hätten Sie es uns schon in den letzten Wochen in den Ausschüssen vorgelegt. Das haben Sie nicht. Sondern so ein kleiner Entschließungsantrag im Plenum sieht für das breite Publikum schon nach Handeln aus, ist aber nichts anderes als eine verkehrspolitische Luftnummer, die Sie hier vorführen bei dieser Debatte, meine Damen und Herren der Opposition. Im Übrigen, auch das muss man mal erklären, die Lkw-Maut wird bis zu 50% bald von nichtdeutschen Unternehmen bezahlt. Also, wenn Sie hier immer betonen, wir wollen deutsche Unternehmen stärken, dann stärken Sie auch die Waberer oder die Amazon-Fahrer und Spediteure dieser Welt, die hier in Deutschland viel Geld verdienen. Die wollen auch Sie entlasten. Das ist nicht die Politik der Sozialdemokratie und dieser Koalition in diesem Haus. Auch das sollten Sie mal zur Kenntnis nehmen. Und nun zum eigentlichen Gesetzentwurf. Wir brauchen die Maut. Wir wollen Emissionen verhindern, Verkehre besser lenken
und Infrastruktur stabil finanzieren. Die Maut ist dazu das geeignetste Steuerungssystem. Die Euro-Vignetten-Richtlinie ermöglicht uns, Mautsysteme auch auf kleinere Fahrzeugklassen im gewerblichen Güterverkehr auszuweiten und fordert zugleich, dass dies mit einer CO2-Komponente geschieht. Wir entsprechen heute und mit dem, was im kommenden Jahr folgt, den EU-Vorgaben und dem letzten Wegekostengutachten. Die Lkw-Maut muss sich an den tatsächlichen Kosten der Verkehrswege orientieren und die Kosten für Luftverschmutzung und Lärmbelastung abbilden. Auch das möchte ich hier noch einmal betonen. Mit den neuen Sätzen wird jetzt ein zusätzlicher Anreiz geschaffen, möglichst emissionsarme Nutzfahrzeuge einzusetzen. Als nächste Maßnahme kommt dann die CO2-Differenzierung, und wir werden die kleineren Nutzfahrzeuge ab 3,5 Tonnen in die Mautpflicht aufnehmen. Diese Schritte werden 2023 abschließend beraten und soweit technisch möglich zum 1. Januar 2024 wirksam werden. Und wir müssen auch darüber diskutieren, ob die Fahrzeuge ab 2,5 Tonnen auch noch mit in die Klassen genommen werden. Auf jeden Fall kann sich die Wirtschaft, können sich die Unternehmen weiterhin in dem Bereich auf eine planbare, verlässliche Politik dieser Koalition verlassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und für die AfD-Fraktion hat das Wort Dirk Brandes. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Schiefner, wenn Sie von Luftnummern sprechen, sollte man das nicht tun, wenn man Teil der Ampel ist. Denn die Ampel betreibt die dümmste Energiepolitik der Welt. Das ist hinreichend attestiert. Deutsche Transportunternehmen und Bürger kämpfen mit gigantischen Preissprüngen und einer unsicheren Versorgungslage mit AdBlue. Sie sollten die Chance als Bundesregierung nutzen und für und nicht gegen Unternehmen agieren. Das neue Wegekostengutachten weist niedrige Mautteilsätze für die meisten Fahrzeuge auf. Sie könnten also flächendeckend entlasten, wenn Sie es denn wollten, so wie die AfD es in Ihrem Antrag auch fordert. Mit Ihrem Gesetzespaket wollen Sie stattdessen den Unternehmen weitere zusätzliche Belastungen auferlegen. Der BGL schreibt in seiner Stellungnahme, ich zitiere mit Ihrer Erlaubnis, Frau Präsidentin, die vorgesehene Mauterhöhung konterkariert die ohnehin kaum spürbaren Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung, und die Bundesregierung macht die mittelständische Transportwirtschaft zum Spielball ihrer Politik. Genauso ist es. In diesem Entwurf wollen Sie in einem ersten Schritt die Sätze für Lärmbelastungs- und Luftverschmutzungskosten massiv erhöhen. Für letztere wird es für modernste, saubere Euro-6-Fahrzeuge bis doppelt so teuer. Lärmbelastungskosten sollen bis um das Achtfache steigen. Sie toppen wieder einmal die EU-Vorgaben um das Vierfache. Damit nicht genug, gehen Ihre Planung aber noch weiter. Mautausdehnung auf leichte Lkw ab 3,5 Tonnen. Herr Schiefner, Sie haben jetzt eben schon es offiziell angekündigt mit 2,5 Tonnen. Mautzuschlag für den CO2-Ausstoß. Und zu meinem Bedauern, liebe Kollegen von der CDU, wenn ich den Entschließungsantrag lese, möchten Sie ja im Grunde auch die Maut erhöhen, aber eben nur ein Jahr später. Wer also CDU wählt, bekommt auch grüne Politik, nur halt mit zeitlicher Verzögerung. Und jetzt wollen Sie zusätzliche Mauteinnahmen nicht nur für die Straßensanierung nutzen, sondern auch für Ihre Klimaideologie. Was bedeutet das? Geht es nach unseren Kaviar-Sozialisten? Finanziert der Lkw-Fahrer mit der Maut auch das 49-Euro-Ticket für den Berliner Berufsaktivisten? Der bedankt sich und klebt sich freitags mit Lösungsmitteln vor Ihnen auf die Straße, meine Damen und Herren. Das Spiel der Grünen Armeefraktion spielt die AfD nicht mit. Wir fordern weiterhin massive Entlastung des Mittelstands. Und eins möchte ich auch noch loswerden. Normalerweise regeln Ampeln den Verkehr und verhindern Unfälle. In der bundesdeutschen Politik verhindert die Ampel den reibungslosen Güterverkehr. Meine Damen und Herren, Sie hier sind der Unfall. Vielen Dank.
13.50 Uhr. Und ich frage, gibt es ein Mitglied des Hauses, was seine Stimme noch nicht abgegeben hat? Das sehe ich. Dann bitte ich, dass Sie das jetzt noch tun. Und der nächste Redner ist Matthias Gastel für Bündnis 90. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, keine Frage, die Logistikbranche ist verunsichert. Corona, gebrochene Logistikketten, Entwicklungen bei den Kraftstoffpreisen, Personalmangel und vieles mehr. Umso wichtiger ist es, dass wir auch in Sachen der Weiterentwicklung der Lkw-Maut für Klarheit sorgen. Und genau das tun wir. Wir haben das getan mit dem Koalitionsvertrag, in dem wir festgelegt haben, dass es eine CO2-Differenzierung und einen CO2-Aufschlag geben wird, wo wir festgehalten haben, dass es die Ausweitung auf 3,5 Tonnen geben wird und wo wir auch Aussagen über die Verwendung der Mehreinnahmen getroffen haben. Und wir haben uns in der Koalition auf eine weitere Konkretisierung dieser Aussagen verständigt, nämlich dass ab 1. Januar nächsten Jahres die Anpassung an die EU-Wegekostenrichtlinie erfolgt. Da geht es um die Straßenbenutzung, genauer gesagt auch um die Straßenabnutzung. Und es geht um die Luftverschmutzung sowie um den Faktor Lärm. Ein Jahr später, Januar 2024, kommt dann der zweite Schritt mit einer CO2-Differenzierung und dem CO2-Aufschlag, der Ausweitung auf die 3,5 Tonnen. Und wir haben uns darauf verständigt, dass die Mehreinnahmen auch den Verkehrsträgern Schiene und Wasserwege zugutekommen. Und das ist besonders wichtig. Das ist besonders wichtig, denn gerade die Wasserwege und die Schienenwege sind seit Jahrzehnten deutlich unterfinanziert. Und damit werden wir entsprechend Schluss machen. Und es wäre ja wirklich absurd, dass Mehreinnahmen, die aus der Umweltbelastung resultieren, in noch mehr Straßenbau fließen, um dann diese Probleme, aus denen die Einnahmen gewonnen werden, noch größer zu machen, als sie es schon sind. Wir sind doch eine Koalition, die Probleme lösen und kleiner machen wollen und nicht noch größer machen wollen. Wir schaffen also wichtige Impulse im Bereich Lkw und im Bereich Logistik dafür, dass man die Antriebswende voranbringt, auf alternative Antriebe umstellt, aber auch Güterverkehre, so gut es geht, auf die Schiene entsprechend verlagert. Das ist wichtig fürs Erreichen von Klimazielen im Verkehrssektor, denn da hinken wir gewaltig hinterher. Und deswegen besteht gerade im Bereich Güterverkehr enormer Handlungsbedarf, um Klimaziele erreichen zu können. Unser Wunsch ist, dass wir dieses Vorhaben weiter konkretisieren, und zwar möglichst schnell, nicht erst Ende 2023, sondern in den nächsten Wochen und Monaten, damit die Logistikbranche noch genauer weiß, was auf sie zukommt, damit sie Planungs- und Investitionssicherheit hat. Und wenn wir das dann alles geklärt haben, dann gibt es immer noch einen weiteren Handlungsbedarf. Ich schaue hier beispielsweise auf die Arbeitsbedingungen im Lkw-Gewerbe. Ich war mit Kolleginnen meiner Fraktion vorletzte Woche an einer Autobahnraststätte und habe dort mit Lkw-Fahrenden gesprochen aus Osteuropa, um deren Arbeitsbedingungen zu ergründen. Da ist noch mal deutlich geworden, dass wir auch hier für Fairness sorgen müssen, für faire Arbeit, aber auch für fairen Wettbewerb gegenüber der Schiene. Das ist uns als Grüne ebenso wichtig. Wichtig wie die Reform der Lkw-Maut. Und völlig klar ist, bei all dem, was wir jetzt in Sachen Lkw-Maut und Verlagerungsnotwendigkeiten auf die Schiene diskutieren, der Lkw hat in der Logistik einen Marktanteil von 74%. Das kann man nicht wegdiskutieren. Wir werden da auch nicht auf Null kommen. Der Lkw wird auch in Zukunft seine Berechtigung haben, aber er darf eben nicht mehr die Schäden verursachen, die er heute verursacht. Und genau das werden wir angehen. Genau dafür haben wir jetzt den Weg entsprechend aufgezeigt. Mit der Mautreform in zwei Schritten schaffen wir für die Logistik Klarheit für zukünftige Investitionen und für entsprechende Konzepte, wie Logistik zu organisieren ist. Und wir schaffen klare Impulse für das Erreichen von Klimaschutz, auch im Güterverkehr. Dort ist es sehr schwierig, aber dort muss man es eben auch umso energischer angehen, damit wir Klimaziele im Verkehrsbereich erreichen können. Alle ihre Abstimmungskarten in die Urne eingeworfen haben. Damit schließe ich die Abstimmung und bitte die Schriftführerin und Schriftführer.
Ich schließe jetzt die Abstimmung und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer um Auszählen. Das Ergebnis wird Ihnen später bekannt werden. Und wir fahren fort in der Debatte. Und für die Linke hat das Wort Thomas Lutze. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, zu unserer Arbeit. Hier im Parlament gehört natürlich auch die Arbeit im Wahlkreis. Und dazu gehört es natürlich auch, dass man regelmäßig Unternehmen in seinem Wahlkreis besucht und sich die Sorgen und Nöte der Betroffenen vor Ort anhört. So habe ich unter anderem auch im Frühjahr dieses Jahres eine Spedition im saarländischen Riegelsberg besucht, die aufgrund der Energiepreiskrise erhebliche Schwierigkeiten hat. Und obwohl ich schon ein paar Jahre hier im Verkehrsausschuss und auch im Wirtschaftsausschuss des Bundestags unterwegs bin, hätte ich mir nicht vorstellen können, wie für solche meist sehr kleinen Unternehmen der Katalog doch sehr lang und sehr schwierig ist, was die alles so auf dem Schirm haben, um quasi am Markt, an der Wirtschaft teilzunehmen, ihre Leute ordentlich zu bezahlen. Da sage ich mal Chapeau, Hut ab. Wenn Sie jetzt die Lkw-Maut ausweiten und auch erhöhen, dann denken Sie bitte daran, dass es Branchen, aber vor allen Dingen kleine und mittelständische Unternehmen gibt, für die jede Veränderung der Rahmenbedingungen das ausbedeuten könnte. Und das liegt nicht an dieser einen speziellen Maßnahme, sondern es liegt an der Vielzahl von Faktoren, die für diese Unternehmen das Wirtschaften möglicherweise nicht mehr rentabel macht. Wir brauchen, und das ist richtig, Streckenabgaben, um die genutzte Infrastruktur instand zu halten. Da gerade im Straßenbau, im Straßenwesen sind ja die Brücken besonders teuer. Hier geht es schnell in die Millionen und deswegen brauchen wir hier eine Maut und brauchen möglicherweise auch eine höhere Maut. Aber das von mir besuchte Unternehmen im saarländischen Riegelsberg gibt es leider nicht mehr. Der Inhaber hat es abgemeldet, nachdem er über viele Monate nur rote Zahlen geschrieben hat und einen großen Teil seiner über Jahrzehnte angesparten Rücklagen aufgebraucht waren. Denen, die noch nicht aufgegeben haben, müssen Sie sehr genau erklären, warum eine Erhöhung der Lkw-Maut unverzichtbar ist. Und Sie müssen dieser Branche, den kleinen und mittleren Unternehmen, viel direkter finanziell helfen. Diese Unternehmen haben kein Problem damit, Lkw-Maut zu zahlen, weil sie ja schließlich von allen Mitbewerbern auch bezahlt wird. Diese Unternehmen haben nach wie vor ganz massive Probleme, um die Energiepreiskrise in den Griff zu bekommen. Dazu helfen nicht nur warme Worte, dafür braucht es Taten und vor allem Geld. Vielen Dank. Und für die Unionsfraktion hat das Wort der Kollege Henning Riemer. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Herr Minister Wissing, Sie haben gerade zu Recht gesagt, wir müssen Geld in den Erhalt von Autobahnbrücken stecken. Was Sie vergessen haben, ist das, was Herr Kollege Gassel danach geschoben hat. Diese Mauterhöhung soll gar nicht in die Autobahnbrücken gesteckt werden, sondern in andere Verkehrsträger. Und darüber sind die Spediteure zu Recht sauer. 75 Jahre Speditionsverband Westfalen-Lippe, da war ich letzte Woche mit dem Kollegen Schiefner zu Gast. Die Unternehmen haben Klartext gesprochen. Die Speditionen stehen unter großem Druck. Täglich kämpfen sie mit Preissteigerungen für Treibstoff, für AdBlue, für Personal, für Material. Lieferketten sind unterbrochen. Den Speditionen steht das Wasser bis zum Hals. Und gerade jetzt kommt die Ampel mit einer saftigen Mauterhöhung um die Ecke und das auch noch auf den letzten Drücker. Es ist richtig, der Infrastrukturanteil der Maut muss regelmäßig angepasst werden. Das ist gesetzlich vorgegeben. Aber diese zusätzliche Mauterhöhung kommt angesichts der existenziellen Probleme der Branche absolut zur Unzeit. Und eine Erhöhung des anteiligen Mautsatzes für Lärm- und Luftverschmutzung um bis zu 700%, meine Damen und Herren, das ist doch etwas unverhältnismäßig. Und da geht es nicht um Peanuts. Auf einer Fahrt von Hamburg nach München und zurück sind das ab 01.01.2023 für einen Euro-5-Lkw, 40 Tonner mit vier Achsen, Mehrkosten von mehr als 300 Euro gegenüber Januar 2021 für Maut und Diesel. Die Grünen glauben ja,
Je höher die Maut, desto mehr Güter gehen auf die Schiene. Das Problem: Die Schiene ist doch spätestens seit den Kohletransporten voll. Personenzüge müssen schon jetzt rechts ranfahren und warten. Neue Schienenstrecken werden von grünen NGOs und Aktivisten bitter bekämpft. Und die Ampel kürzt den Haushalt für die Schiene in diesem Jahr um 775 Millionen Euro. Die Bürger fragen sich, wenn ein grüner Minister Habeck Terminals für fossiles Fracking-Gas in wenigen Monaten durchpeitschen kann, wieso geht das nicht beim Ausbau der Schiene? Lieber Herr Rehbaum, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Schiefner? Nein, danke. Das machen wir später, Udo. Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte ich um etwas mehr Realismus in der Debatte. Der Lkw wird weiterhin die große Rolle im Gütertransport spielen. Die Ampel hat ja das Ziel der Union übernommen, 25% Marktanteil des Güterverkehrs auf der Schiene. Das ist richtig. Damit bleibt aber weiterhin ein Marktanteil des straßengebundenen Güterverkehrs von 65%. Und das darf man nicht ignorieren. Diese Branche braucht die volle Unterstützung auch der Ampel. In der jetzigen Lage bleibt den Unternehmen gar nichts anderes übrig, als die Mauterhöhung der Ampel 1:1 an die Endverbraucher weiterzugeben. Und das ist schon schwer genug. Jeder Euro der Mauterhöhung der Ampel wird von den Kunden im Supermarkt bezahlt. Das sind ungefähr 540 Millionen Euro oder umgerechnet auf jeden Bundesbürger sind das 70 Euro vom Baby bis zum Greis. Meine Bitte an die Ampel: Ziehen Sie die staatlichen Daumenschrauben nicht noch weiter an. Geben Sie den Spediteuren, den Mittelständlern und den Bürgern in diesen schwierigen Zeiten eine Atempause. Letzter Satz: Werden Sie sich einig in der Ampel, was Sie wollen? Wollen Sie den Lkw verteufeln oder wollen Sie die Sorgen der Spediteure ernst nehmen? Und zu einer Kurzintervention. Herr Schiefner, ich muss noch mal nachfragen, weil Sie persönlich angesprochen wurden. Möchten Sie eine Kurzintervention oder eine persönliche Erklärung abgeben? Eine Kurzintervention, dann erteile ich Ihnen gerne das Wort. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, ich möchte noch mal darauf hinweisen: Erstens, die Maut basiert in der Umsetzung auf gesetzliche Vorgaben und basiert auf Europarecht, bevor da ein falscher Eindruck entsteht. Zweitens, es ist in der Regel ein durchlaufender Posten, den die Spedition an ihre Kunden weitergeben. Drittens möchte ich feststellen, dass es unterschiedliche Haltungen dazu gibt und ein Speditionsverband sogar erklärt hat, dass er bedauert, wenn die Maut nicht zum 1.1. käme, weil das bereits bei den Kunden eingepreist wäre, also durch die verladende Industrie. Und viertens ist es nicht richtig, dass in diesem Haushaltsjahr schon bei dieser Umsetzung die Mittel nicht auch weitgehend, die gehen in die Straße und nicht in andere Bereiche, sondern die Maut wird weiterentwickelt und wird dann für Mobilität eingesetzt. Um das mal ganz deutlich zu sagen, Mobilität heißt Schiene, Straße, Wasserstraße. Ab 2024. Herr Rehbaum, bei einer Kurzintervention haben Sie die Möglichkeit zur Antwort. Ja, lieber Kollege Udo Schiefner, vielen Dank für diese Klarstellung. Das bestätigt mich absolut in dem, was ich gerade gesagt habe. Die Mehreinnahmen der Maut werden in Zukunft, und das ist weit mehr als eine halbe Milliarde Euro, die werden in Zukunft nicht in die Straße fließen. Dort, wo sie entstehen, durch die LKWs, durch die PKWs, werden sie weiterhin nicht in die Straße gesteckt, sondern in andere Verkehrsträger. Und ich glaube, da muss sich die Ampel ehrlich machen. Und auch das war eine Erfahrung, die wir beide gemacht haben in der letzten Woche auf dem Podium beim Speditionsverband. Es gibt großen Unmut darüber, dass die Speditionen diese Maut jetzt bezahlen müssen. Innerhalb von 30 Tagen wird dieses Gesetz in Kraft treten. In 30 Tagen kriegt man das nicht weitergegeben an seine Kunden. Die werden in große Schwierigkeiten kommen. Und dass in Zukunft dieses Geld nicht mal für die Autobahn verwendet wird, sondern für andere Verkehrsträger, wo hier die Ampel zurzeit kürzt. Das ist schon ein Unding, und ich denke, Sie haben das gerade sehr klar und deutlich gemacht. Vielen Dank.
Und damit schließe ich die Aussprache und wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung des Bundesfernstraßenmautgesetzes. Der Verkehrsausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/4476 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 19/3171 anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, um das Handzeichen. Wer stimmt dafür? Dagegen, Entschuldigung, wer stimmt dagegen? Das sind CDU, CSU und AfD. Wer stimmt dafür? Das müssen wir jetzt zustimmen wollen. Erst noch mal die Hand, genau. Das sind die Ampelkoalition, genau, ihr stimmt zu. Wer enthält sich? Das sind die Linken. Dann ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung angenommen. Jetzt kommen wir zur dritten Beratung und zur Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Das ist die Ampelkoalition. Vielen herzlichen Dank. Wer stimmt dagegen? Das ist die CDU, CSU und die AfD-Fraktion. Vielen Dank. Wer enthält sich? Das ist die Fraktion Die Linke. Der Gesetzentwurf ist damit angenommen. Wir kommen nun zur Abstimmung über die Entschließungsanträge. Als erstes der Entschließungsantrag der Fraktion der CDU-CSU auf Drucksache 19/4782. Wer stimmt dafür? Das ist die AfD, CDU-CSU und Die Linke. Wer stimmt dagegen? Das ist die Koalition. Enthaltungen sehe ich keine. Damit ist der Entschließungsantrag abgelehnt. Wir kommen zum zweiten Entschließungsantrag der Union auf Drucksache 19/4783. Wer stimmt dafür? Das ist die Unionsfraktion. Wer stimmt dagegen? Linke, CDU, CSU und Linke Koalition und die AfD. Und wer enthält sich? Niemand. Dann ist der Entschließungsantrag damit abgelehnt. Und jetzt kommen wir zum Entschließungsantrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 19/4581. Wer stimmt dafür? Das ist die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Das ist der Rest des Hauses. Enthaltungen gibt es nicht. Dann ist der Entschließungsantrag abgelehnt. Ich komme zurück zum Zusatzpunkt Nummer 4 und mir liegt auch schon das Ergebnis der namentlichen Abstimmung vor über den Gesetzentwurf, Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Änderung des Energiesicherungsgesetzes und anderer energiewirtschaftlicher Vorschriften. Abgegebene Stimmkarten waren 679. Mit Ja haben gestimmt 383, mit Nein haben gestimmt 264, Enthaltungen gab es 32. Der Gesetzentwurf ist damit angenommen. Dann kommen wir zurück zur Beschlussempfehlung des Ausschusses für Klimaschutz und Energie auf Drucksache 19/4561. Der Ausschuss empfiehlt unter B seiner Beschlussempfehlung eine Entschließung anzunehmen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Koalition und Die Linke. Wer stimmt dagegen? CDU, CSU und die AfD. Die Beschlussempfehlung, Enthaltungen sehe ich keine. Die Beschlussempfehlung ist damit angenommen. Und schließlich kommen wir zur Abstimmung zum Entschließungsantrag der Fraktion der CDU-CSU auf Drucksache 19/4584. Wer stimmt dafür? Das ist CDU-CSU. Wer stimmt dagegen? Das ist der Rest des Hauses. Wer enthält sich? Niemand. Dann ist der Entschließungsantrag damit abgelehnt. Vielen herzlichen Dank für diese vielen Abstimmungen, die wir gerade